Neue Zeugen im Fall Nord Stream 2 aufgetaucht. Es geht jetzt hier um die Geheimdiensttätigkeiten der USA und zwar nicht unter Joe Biden, sondern unter Donald Trump. Heute wird es spannend, deshalb bleibe dran, schaue bis zum Ende dieses Video, abonniere auch den Kanal, lass einen Kommentar da und abonniere vielleicht auch meinen Telegram-Kanal, dann verpasst du keines meiner Videos. Damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Was soll ich sagen? Es gibt jetzt den ersten Untersuchungsausschuss zu Nord Stream 2 und zwar den in Mecklenburg-Vorpommern. Er beschäftigt sich zwar mehr mit der Stiftung Klima- und Umweltschutz, der SKU, und zwar der ominösen Stiftung, für die Manuela Schwesig hier sogar Geld gefunden hat von dubiosen Quellen. Das Ganze soll jetzt aufgearbeitet werden, das ist eine gute Sache, denn alles, was wir an die Öffentlichkeit zerren können, müssen wir an die Öffentlichkeit zerren. Jetzt gibt es hier brisante Informationen von Zeugen, die über die Geheimdiensttätigkeiten der USA in Deutschland sprechen. Und zwar, es geht hier um die Verhinderung des Baus von Nord Stream 2, also schon viel früher, als man öffentlich so gegen Nord Stream argumentiert hatte. Thomas Krüger, Obmann der Verräterpartei, also die Sozialdemokraten, haben zwei Zeugen in der Vernehmung gehabt. Und die hätten sich an Vertretern von amerikanischen Geheimdiensten erinnert, die bei Umweltverbänden in Mecklenburg-Vorpommern für einen Baustopp von Nord Stream 2 sich eingesetzt hätten. Ein Vertreter der Geheimdienste habe sich auch mit einem Zeugen direkt vor Ort getroffen und seinen Einsatz unter anderem mit amerikanischen Interessen begründet. Damit ist klar, die US-amerikanische Regierung hat während der Trump-Administration zur Durchsetzung ihrer geopolitischen Interessen auch direkt in Mecklenburg-Vorpommern mit geheimdienstlichen Mitteln gegen Nord Stream 2 agiert. Fakt, ne? Es ist nicht nur Biden gewesen, der dagegen war. Die Frage ist ja vor allem, wer entscheidet am Ende darüber? Es sind meistens gar nicht die zwei Präsidenten, sondern es ist der große Mitarbeiterstab und der Apparat außenrum, vor allem der Intelligence-Apparat. Michael Meister für die AfD-Fraktion, dort oben im Ausschuss eben für diese Untersuchung, hat jetzt hier noch gesagt, der Chef der Ostsee-Stiftung habe in derselben Sitzung eine Aussage getätigt, dass Mitarbeiter des amerikanischen Energieministeriums auf ihn zugekommen sind und gefragt haben, was er gegen den Bau der Pipeline unternehmen würde. Es ist wirklich sehr spannend. Diese Ostsee-Stiftung setzt sich für den Naturschutz im deutschen Ostseeraum ein. Sie ist völlig unabhängig von dieser Stiftung, über die hier der Untersuchungsgegenstand im Ausschuss geführt wird. Diese Stiftung ist Anfang 2021 gegründet worden, um den damals stockenden Bau von Nord Stream 2 noch durchzudrücken. Obwohl es schon die Sanktionen der USA gegeben hat auf die Betreiberfirmen und so weiter. Das Projekt konnte fertiggestellt werden, zwar mit Verzögerung, aber es wurde dann fertiggestellt und am 26. September 2022 von Attentätern gesprengt, wie es hier heißt im Bericht. Der von der Opposition im Landtag eingesetzte Untersuchungsausschuss soll eigentlich klären, inwieweit es russische Einflussnahme auf diese Stiftung und auf Nord Stream 2 gegeben hat. Dabei sagen die Zeugen aus, es gibt amerikanische Einflussnahme. Wer hätte es gedacht, das geopolitische Schlachtfeld in Mecklenburg-Vorpommern scheibchenweise, salamitaktikweise kommt jetzt hier mehr ans Licht. Der von dem AfD-Mitglied von Herrn Meister erwähnte amerikanische Staatsbürger soll auch in anderen EU-Staaten versucht haben, Widerstand gegen die Pipelines zu organisieren und in der zuständigen Genehmigungsbehörde für die Erdgasleitung beim Bergamt Stralsund ein- und ausgegangen sein, als wäre er selbst Mitarbeiter. Da fragt man sich ernsthaft, handelt es sich um einen Mitarbeiter des US-Energieministeriums oder war er eher Agent des Auslandsgeheimdienstes CIA oder NSA? Und was wusste Schwesig wirklich darüber, im Einzelnen darüber, nicht nur was so öffentlich bekannt ist? Diese und noch weitere Fragen werden in der Zukunft Thema dieses Ausschusses sein. Es bleibt spannend, ich bleibe dran für euch. Es wird jetzt gemunkelt, ob man Altbundeskanzler Gerhard Schröder vorlädt, um ihn auch zu verhören. Klar ist auf jeden Fall, da kann kaum jemand jetzt einen Blumentopf gewinnen bei so einer Aufklärungsgeschichte. Schauen wir mal, wer am Ende hier noch alles aussagen soll. Die ehemalige Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, also der Ministerpräsident, sorry, Erwin Sellering, hat auch vor wenigen Tagen überraschend seinen Rücktritt von dieser Stiftung bekannt gegeben. Er hat gesagt, er hat jahrelang gegen alle Angriffe diese Stiftung verteidigt und das Ziel der Stiftung ist gesichert.
Deswegen wird es die Angriffe auf die Stiftung in der Zukunft nicht mehr geben, denn Nord Stream 2 wurde fertig gebaut, das ursprüngliche Ziel wurde erreicht. Ich bin gespannt, was am Ende hier noch herauskommt. Wir wissen jetzt zumindest mal, dass es hier US-Geheimdienstagenten gegeben hat, die Einfluss ausgeübt haben. Von einem russischen war bisher keine Rede. Ich bin gespannt, wann sie denn die Putin-Agenten hier unterm Teppich hervorkehren. Aber ein ziemlicher Schuss ins Bein für die Etablierten, würde ich sagen. Das, was wir alle schon lange vermutet haben, US-amerikanische geostrategische Interessen werden weltweit vertreten, auch mit Agenten im Auslandseinsatz. Wobei, es leugnet eigentlich niemand, wir wissen, dass es so ist, der BND macht das auch so, er ist auch im Ausland tätig. Wie erfolgreich, lassen wir mal dahingestellt. Ich würde sagen, naja, also, sie haben den Ukraine-Krieg nicht kommen sehen, sie haben dies nicht gesehen, das nicht gesehen, dann heißt es immer, ausländische Dienste helfen. Die Deutschen, sie stochern im Nebel, würde Herbert Reul jetzt wieder sagen. Ich kann dazu eigentlich nur sagen, überrascht es jemanden? Nein. Seid ihr wirklich der felsenfesten Überzeugung, ihr findet Beweise, dass es Putin am Ende irgendwie gewesen ist? Ich bin gespannt. Also ich bin wirklich gespannt. Diesen Informationskrieg hier, wie den manche nennen, den werden sie wohl verlieren. Aber es wäre vor allem gut für Mecklenburg-Vorpommern, wenn sie Manuela Schwesig verlieren. Die hat ihrem Land nichts Gutes gebracht, außer 1 Million Ausländer, die jetzt fehlen, oder nein, es war keine Million, es waren 24% mehr Ausländer wurden geschätzt im Land Mecklenburg-Vorpommern. Die sind alle nicht da gewesen. Ja, ja, ein Schelm, der Böses dabei denkt. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Wie gesagt, abonniere den Kanal, abonniere auch Telegram, dann bleibst du auf dem Laufenden. Ich bin auch gespannt, wann es mit dem Gerichtsprozess in London weitergeht und was es hier in Zukunft noch zu berichten gibt. Ihr wisst, alles kommt irgendwann raus, alles kommt ans Tageslicht. Und ob Opa Sleepy Joe Biden, wie viele hier vermuten, verantwortlich wäre, naja, mit dem Urteil des obersten Gerichtshofs für die Immunität über Donald Trump wissen wir, Joe Biden wäre auch bei einem Angriff auf Verbündete im Amt vom obersten Gerichtshof der USA gedeckt und beschützt. Spannende Sache, Sleepy Joe Biden hat wohl nicht verstanden, wie er sich gegen das Urteil über Trump geäußert hat, dass es wohl vermutlich der Wink mit dem Zaunpfahl vom Supreme Court war. Opa, du hast nichts zu befürchten, geh einfach nach Hause. Aber das ist ein anderes Thema. Ich sage ciao, bis bald.